Dynamo Schwerin, MSV 1919 Neuruppin. Nach einem 1-0 Rückstand für unsere Dynamos haben wir doch nur in der zweiten Halbzeit noch den 3-1-Sieg uns sehr stark erkämpft. Auf der einen Seite begrüßen wir Gianni Klemko von unserer SG Dynamo Schwerin. Auf der anderen Seite Vadim Hunlogin vom MSV 1919 Neuruppin. Vadim, wir fangen mal mit dir an. Ein paar Sätze zum Spiel bei dem doch so schönen Regenwetter heute hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Verdiente Sieg aus meiner Sicht. Von unserer Seite heute die erste Halbzeit. Wir haben gewartet natürlich vom Gegner, dass die mit der Leidenschaft gegen uns spielen werden, dass die alles ausgeben. Und ja, wir haben viel besprochen darüber, aber es war dann nicht gelungen, das jetzt gegen zu reisen. Deshalb ist das Ergebnis 3:1 nach der zweiten Halbzeit. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank. Gianno, machen wir mit dir weiter? Ja, ich kann meiner Mannschaft unserer Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie in der zweiten Halbzeit wiedergekommen ist. Bisschen unglücklich, Wermutstropfen. Wir haben jetzt das dritte Mal hintereinander kurz vor der Halbzeit das Gegentor gekriegt. Aber zum zweiten Mal haben wir das Spiel gedreht, glaube ich auch im Endeffekt verdient gedreht. Gegen eine gute Mannschaft, gegen auch eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft, die doch zweite Halbzeit über den einen oder anderen Standard noch gefährlich geworden ist. Aber alles in allem, glaube ich, haben die Jungs ganz viel gut gemacht heute und vor allem haben sie mit Intensität gespielt und haben wirklich Leidenschaft reingebracht und vor allem auch Teamgeist. Hat mir ganz viel davon gefallen. Ich hoffe, wir können das auch in die nächsten Auswärtsspiele mitnehmen. Ich bedanke mich bei beiden Trainern für ihre doch kurze, aber sachliche Ansprache. Vadim, euch wünschen wir eine gute Heimfahrt und viel Erfolg für die restliche Saison. Gianno, euch natürlich auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag beim ersten FC Frankfurt. Vielen Dank, schönes Wochenende. Ciao.